Willkommen zu Mormon Soccer, dem ultimativen Aggressionskiller. Dir geht Fußball über alles. Du hast Fußball und alles, was damit zu tun hat. Dich interessiert Fußball so ganz und gar nicht? Alter, uns ist egal, warum du Mormon Soccer spielst, aber wir wissen, es wird dir einfach gut tun. Herzlich willkommen von mir, Frittenfriseur, zu einem weiteren Let's Rupst hier auf dem Kanal. Für alle, die es nicht wissen, Let's Rupst ist eine Wortschöpfung von mir. Die besteht aus den Worten Test und Rubbish. Und das zusammengenommen ergibt Rubst. Denn wir testen hier jeden möglichen Scheiß. Heute mal ein Spiel aus dem Jahre 2006 von der Phenomedia Publishing GmbH, die es mittlerweile nicht mehr gibt. Die Mormon-Reihe hat ja mittlerweile andere Väter, die sich nur sehr sporadisch und sehr unsorgfältig um ihre Kinder kümmern. Aber ich möchte gerade die Chance nochmal nutzen, euch die Rückseite der Packung, also des Spiels, der Spielpackung zu zeigen. Vielleicht auch die Vorderseite, ich meine, wenn wir schon dabei sind, ne, was soll's. Diese Fotos werde ich euch dann einfach im Nachhinein noch reinschnipseln ins Video und die Rückseite. Ups, da fällt mir die Packung aus der Hand, sehr toll. Die Rückseite ist insofern interessant, weil hier nochmal ein bisschen ausführlicher Text steht. Und den möchte ich dann euch auch nicht vorenthalten. Also, auf der Rückseite steht. Auf der Rückseite steht, wenn ich den Blitz ausmache, kann man auch was erkennen. Das ist sehr toll. Moment. So, ja, wir machen das jetzt. Das ist mir egal. Moment, wir machen hier Mormon Soccer jetzt, ja? Leute, aus dem Jahr 2006, Leute. Also, auf der Rückseite steht, Fußball, ein wunderbarer Sport. Die Fahne aus dem Fenster, der Schal um den Hals, der Biervorrat gekühlt und deine weibliche Hälfte bei ihrer Freundin. Das Leben kann so schön sein. Ja, es ist aus dem Jahr 2006. Damals war eine Beziehung zwischen Mann und Frau noch Default. Beziehungsweise Menschen, die sich klar zur männlichen oder zum weiblichen Geschlecht gezählt haben, war damals noch normal. Mal heute kaum vorstellbar. Aber ist ja auch schon 15 Jahre her. Weiter geht's im Text. Dann plötzlich das Gefühl ohnmächtiger Wut. Hochbezahlte Starspieler kriechen übers Spielfeld, als würde man sie dazu zwingen. Trainer erweisen sich als unfähig, Schiedsrichter als offensichtlich blind und im Endspiel gibt dein Fernseher den Geist auf. Für solche Momente gibt es jetzt Mormon Soccer, den ultimativen Aggressionskiller für gestresste Fußballfans. In More Kick wählst du unter 11 Nationen die Mannschaft, die du schon immer mal vom Platz fegen wolltest. Einfach herrlich, wie das Feld immer leerer wird. Den Trainer, den Ersatzspieler, die Fotografen, ja und sogar das Publikum bolst du einfach mit um. Das befreit. Und dein Punktestand in der internationalen Online-Highscore-Liste beweist der Welt deinen Status als absoluter Abräumer. Abräumer, Fußballwitz. Power Goal ist das Spiel, in dem du deine Fallrückzieherqualitäten unter Beweis stellen kannst. Während die Trainer dir die Bälle aus allen nur erdenklichen Winkeln zuschießen, bleibst du ganz cool. Winkel abschätzen, Absprung im perfekten Moment bis zur idealen Höhe und drin ist das Ding. Den Gipfel des Könnens beweist du natürlich nur beim Doppeltor. Zur zusätzlichen Entspannung haben wir noch jede Menge Bonusmaterial zum Spiel exklusiv auf diese CD rumgepackt. 2 Screensaver, 5 witzige Desktop-Motive für deinen Bildschirm und 11 Poster-Motive zum Ausdrucken. Wundervoll, nicht wahr? Ja, und wir schauen uns das Spiel mal an. Das wird in einer Folge gehen. Es ist nicht so unfassbar groß. Es gibt auch Englisch, Französisch, Italienisch und Spanisch. Und natürlich auch auf Deutsch. Und deshalb drücken wir jetzt beim More Kick Jugar! Beziehungsweise spielen. So, Online Highscore funktioniert natürlich heutzutage nicht mehr, weil, wie gesagt, Phenomedia existiert nicht mehr. Das Spiel ist 15 Jahre alt. Und dementsprechend ist das alles nicht mehr. Ich bin mal gespannt. Auf der Rückseite steht www.mormon-soccer.de. Die Website gibt es natürlich längst nicht mehr. Aber ich frage mich, auf welche Website man umgeleitet wird, wenn man da drauf will. Ich weiß es aber nicht. Naja, so. Das ist der More Kick Mode. Hier kann man sich also ein Team seiner Wahl aussuchen. Wir haben Spanien, Polen, Japan, Italien, die Niederlande, strengerweise Frankreich, England, Deutschland, Brasilien, Argentinien und die USA. Und da ja bald die EM stattfindet, die Fußball-EM, passt das ja thematisch ganz gut. Ich glaube, der erste Gegner von Deutschland ist Frankreich. Dementsprechend wählen wir mal Frankreich und klicken auf Spiel starten. So, und der ganze Witz dabei ist, es ist im Endeffekt ganz klassisches Moorhühner-Abknallen. Nur, dass man die Fußballer hier auf dem Feld nicht einfach so abknallen kann. Da gibt es einen besonderen Kniff.
Und zwar kann man die nur dann abknallen, wenn sie gerade im Ballbesitz sind. Da sind sie nämlich dann so ein bisschen unvorsichtig, weil sie sich wahrscheinlich auf den nächsten Pass konzentrieren. Und dementsprechend kann man sie genau in dem Moment abknallen. Ja, und ansonsten ist es halt Moorhuhn abknallen. So, bei dem hier, so wie beim Trainer, gibt es nochmal einen besonderen Kniff. Wenn der hier Kniebeugen macht, so, dann gibt es 50 Punkte. Ansonsten gibt es, glaube ich, nur 5 oder so. Ja, die Fotografen sollte man abschießen, denn wenn die Fotos machen, dann gibt es Minuspunkte. Und das will ja keiner. Shit. Nein! Mist, da gab es wieder Minuspunkte. Sowas Blades. Und Bonus von 100, wenn man die komplette Mannschaft abräumt. Oh yeah. Ja, und nach einer kurzen Zeit kommt dann das Spielfeld, also die Mannschaft auch wieder zurück. Der Trainer allerdings nicht. Der ist einfach weg. Der bleibt auch weg. Ich habe es übrigens noch nie geschafft, die komplette Mannschaft einfach so in einem Rush auszuleeren. Also praktisch jeden Pass mitzugehen. So nach dem Motto. Ihr habt den Punkt verstanden. Oh, wir hätten es fast geschafft. Manometer. Ja, ich habe hier schon mal ein bisschen getestet. Beziehungsweise auch schon eine Folge aufgenommen. Aber da war leider der Kommentar nicht dort. So, und falls Deutschland gegen Frankreich verlieren sollte, machen wir es gleich auch nochmal mit Deutschland. Dann können wir uns hier auch an der deutschen Mannschaft den Frust abballern. Und streng genommen schießt man, also bringt man diese Hühner nicht um, denn man sieht es hier unten rechts ganz klar, dass man keine Patronen hat, sondern man schießt mit Lederbällen. Also man macht im Prinzip das, was Felix Magath damals mit seinen Spielern gemacht hat, als er noch als Trainer unterwegs war in Schalke oder Wolfsburg. Ne, das sind einfach so, ja gut, das waren Medizinbälle, das war ja noch schlimmer. Also von daher ist das alles gar nicht mal so schlimm. So, jetzt habe ich den Sporttyp hier rechts zu früh abgeknallt und dann gibt es halt nur 5 Punkte. So ist das Leben. So, nächste Runde. Ich würde das so gerne mal schaffen, dass man halt einfach alle Hühner direkt kriegt, wenn die... Oh, ich treffe halt auch nicht, wenn ich sogar beim richtigen Huhn bin. Also man muss auch gut auf die Hühner zielen. Selbst wenn die am Ball sind und man zielt nicht hundertprozentig auf die, dann bringt es ja auch nichts. Hör auf, Fotos zu machen, Mann! Niemand... Alter. Niemand will die Fotos sehen. Hör auf! So, jetzt kommt die Mannschaft noch zum dritten Mal. Ich frage mich, ob das Bonuspunkte gibt, wenn man es mal schafft. Das Ding ist, ich krieg's nicht hin, weil ich zu schlecht bin. Und weil ich auch die ganze Zeit abgelenkt werde von den Fotografen und was weiß ich wem. Könnt's ja mal in der nächsten Runde probieren. Da haben wir, glaube ich, gerade zum dritten Mal die komplette Mannschaft ausgelöscht, ne? Alter, ich treff nix. Oh, das war sehr gut. Sehr guter Fritte. Ah, oh, schade. Dann heiße ich halt nur sehr guter, was soll's. So, wir probieren es jetzt nochmal. Spanien, egal. So, wir probieren es nochmal. Bam. Oh Mann. Bam. Oh Mann. Bam. Oh Mann. Bam. Oh Bam. Bam. Ja, das hat schon nicht geklappt. Na komm, dann egal. So, dann probieren wir noch den anderen Modus. Den möchte ich euch natürlich auch noch zeigen. Power Goal. Also das erste ist der Modus sozusagen für den Fußballhasser, der einfach die ganze Mannschaft irgendwie abknallen will. Der zweite Modus ist der Modus für den Fußballkönnisseur. Man versucht hier beide anzusprechen. Und Power Goal erinnert mich persönlich sehr an meine Kindheit. Ich erinnere mich noch daran, wie wir früher nach der Grundschule immer in so einen kleinen Park in der Nähe von unserer Schule gegangen sind. Da bin ich immer mit dem Fabian und dem Emre in den Park gegangen. Und meistens hatte ich auch immer, und das ist ganz lustig, meistens hatte ich auch immer ein rotes Trikot an. Also das hatte ich sehr, sehr oft, so ein rotes Trikot. Ich weiß gar nicht, ich glaube, es war einfach ein ganz normales Trikot, nicht von irgendeiner Mannschaft oder so. So, es war einfach ein rotes Trikot, sondern ich versuche jetzt mal, den Doppeltor-Dingens zu schaffen. Also man muss halt einfach mit der linken Maustaste, ne, je länger man die drückt, desto höher steigt man. Und wenn man die Maustaste loslässt, macht das Moorhuhn halt diesen Fallrückzieher, der sehr, sehr detailliert und framehaltig aussieht. So, und Doppeltor ist halt natürlich schon cool, wenn man es schafft, aber es ist nicht so einfach, weil man sieht ja auch schon, man braucht auch Glück, ja, sehr gut. Man braucht auch Glück dazu, dass die beiden Trainer halt den Ball im richtigen Moment schießen, also beide gleichzeitig mehr oder weniger, denn nur so funktioniert's. Ja, und wie gesagt, früher nach der Grundschule immer mal auf dem Bolzplatz gewesen, in so einem kleinen Park hier, in der Nähe.
Und da hatte ich auch immer nur ein rotes Trikot an. War untenrum auch komplett frei. Aber man braucht einfach. Es fördert das Ballgefühl, wenn man einfach die Beinfreiheit, die komplette Beinfreiheit hat. Und ja, Emre hat da auch immer so eine Pfeife im Mund. Von daher ist das hier eine sehr, sehr realistische Darstellung von meiner Kindheit. Ja, ist definitiv so. Um ehrlich zu sein, muss ich sagen, das erste Mal, wo ich Fußball überhaupt wahrgenommen habe, war tatsächlich bei der WM 2006. Da habe ich ein bisschen reingeguckt, habe mich mit so unqualifizierten Aussagen, da kann ich mich heute noch dran erinnern, wie zum Beispiel, dass Japan richtig gut sei, bei meinen Mitschülern beliebt gemacht. Ich habe irgendwie mal ein WM-Spiel so teilweise im Fernsehen flüchtig gesehen und da hat Japan irgendwie 5 Pässe hintereinander hinbekommen und sahen relativ quirlig aus und deshalb habe ich gesagt, Japan ist voll gut. Ja. Ja, das war damals noch eine Zeit. Also ich muss sagen, meine Fußballbegeisterung kam erst so 2009, 2008, glaube ich. Dadurch, dass der gute Terol P, a.k.a. Pascal, in mein Leben getreten ist. Und der hat mir tatsächlich den Fußball damals erst schmackhaft gemacht. Ja. Nochmal free. Gut, das war der zweite Spielmodi. Wir spielen nochmal, weil mehr hat das Spiel nicht zu bieten. Das war alles. Das sind diese beiden Spielmodi. Ich glaube, das Spiel hat damals auch nur 5 Euro gekostet oder sowas. Also, es war halt einfach nur so ein kleines Fun-Game. 2006 rausgekommen. Vermutlich zur Fußball-WM. Ich meine, dem war so. Zur Deutschland-WM natürlich. Ja, da hat man halt hier im Hause Phenomedia schnell mal ein Moorhuhn-Fußball-Game zusammengeklöppelt. Nichts Besonderes, aber auch nichts besonders Schlechtes, muss man sagen. Naja, gut. Es ist schon billig gemacht. Aber es ist einfach nichts Besonderes, ja, muss man so sagen. Und ich habe es damals gern gespielt. Nicht lange, aber eine Zeit lang immer mal wieder ganz gern. Ich meine, es ist halt nichts Besonderes, ne? Ich weiß jetzt nicht, wie lange dieses Video wird, vielleicht eine Viertelstunde oder so. Ja, und wir haben halt schon alles gesehen, ne? Also, ja. Ich weiß noch, wie ich das Spiel letztens beim Aufräumen gefunden habe. Da habe ich es installiert und habe zu meiner Freundin gemeint, ey, wollen wir uns das mal zusammen angucken? Und dann sie so, okay, machen wir. Und dann haben wir uns am PC gesetzt und haben einmal den einen Modus gespielt und dann nochmal den anderen. Und dann so nach circa 5 Minuten haben wir gesagt, ja, das war's dann auch. Ja gut, dann gehen wir zurück ins Wohnzimmer. Ja, toll. So war eigentlich richtig sinnlos. Naja. So war das auf jeden Fall, ne, Freunde der Sonne. Ja, das war Moorhuhn Soccer. Mehr gibt's tatsächlich nicht zu zeigen. Es sind diese zwei Spielmodi. Online-Dingens geht natürlich nicht mehr, Online-Rangliste. Weil das erklärt auch, glaube ich, die Frage. Moorhuhn-soccer.de gibt's natürlich auch schon gar nicht mehr. Ja, alles lange, lange her. Heutzutage bestehen Moorhuhn-Spiele ja nur noch aus Crap. Leider. Vielleicht ändert sich das ja irgendwann mal. Ich warte allerdings nicht drauf. Also, in dem Sinne. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen die Vibes von früher nochmal mitgebracht. Und wir machen jetzt nochmal eine Runde More Kick, einfach weil es geht. Und ja, da halte ich jetzt einfach mal meine Schnauze. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Macht's gut und tschüss.